mit den beiden Kohlekraftwerken. Alter, guckt euch diese Kapazitätslinie an. Wir produzieren dreimal so viel Energie, wie wir brauchen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Satisfactorio. Ich meine natürlich Satisfactory im Alpha-Wochenende. Wir sind immer noch dabei, unsere Stromversorgung an den Start zu bringen. Am Ende, beim letzten Mal hatten wir noch ein paar Probleme. Da ist uns die Biomasse wieder ausgegangen, also der Biofuel. Da mussten wir wieder einen großen Schwung machen. Das heißt, wir müssen jetzt endlich mal diese Kohle erschließen. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich genug Material für diesen Miner? Ja, habe ich. Okay, dann fahren wir da jetzt nochmal hin zurück. Und bauen da mal... Ich mache noch mal ein paar Kabel. Vielleicht kann ich dann auch direkt eine Stromleitung hinlegen. Und dann bauen wir da mal diese automatische Mine. Und dann brauchen wir noch einen Biomassegenerator. Und dann können wir da die Mine zünden schon mal. Zünd die Mine. So. Kabel werden wir ganz viel brauchen. Um den Strom halt auch noch hierher zu verlegen. Ne? Wir brauchen ja Leitungen dahin. Deswegen mache ich da jetzt schon mal ein paar mehr. Das sind ja immerhin über 500 Meter, die das weg ist. Ist ja am Arsch der Map sozusagen. Da ist ja sogar die Map zu Ende an der Stelle. Da kann man ja sogar runterfallen. Hast du nicht auch eine Werkbank beim Tracker? Habe ich. Open Workbench. Ja! Stimmt! Gut aufgepasst an der Stelle an Hogger. Das habe ich gar nicht gecheckt, weil das nur ein Inventar war. Aber da war ja noch ein Reiter mit Werkbank. Sehr gut. Alles klar, haben wir das auch gecheckt. Dann mache ich ab jetzt meine Sachen, die ich craften muss, einfach dann am Trecker, wenn ich irgendwo hinfahre. Trecker fahren! Trecker fahren! Trecker fahren! Schön Trecker fahren! Wow. Wow. So, stopp, nicht runterfallen. Ich park den mal hier, ne? Ich habe irgendwie keine Lust, dass der jetzt runterrollt oder so. Denn hier unten ist kein Boden, ne? Da kann man, glaube ich, auch sterben, wenn man da runterfällt. Das ist so wie hier auf Pandora, die fliegenden Inseln. Ist das da hinten ein Vogel? Ich gehe lieber nicht hin, wer weiß, was das ist. So, hier ist auf jeden Fall die Kohle. Bam! Machen wir es mal in die Richtung. Das Förderband muss ja dann zur Base rüber zeigen. Also so. Die Base ist ja da hinten, ne? Ich muss hier einfach nur auf den Weltraumlift zielen damit. Moment, der Weltraumlift ist da, genau. Darüber. Bam! Nice! So, das braucht jetzt Strom natürlich. Jetzt können wir entweder hier direkt nebenan einen Bioreaktor bauen und den einfach befüllen. Ja, sollten wir machen, oder? Ist besser, ist schlauer. Als jetzt eine. Aber wir müssen eh eine Leitung darüber legen, davon mal abgesehen. Die Frage ist jetzt, baue ich das Kohlekraftwerk direkt hier? Ich könnte. Warte mal, ich kann das Kohlekraftwerk bauen. Das kann ich direkt hier nebenan bauen. Dann baue ich selber Kohle ab mit E. Pack die da rein, dann zünden wir das Kraftwerk, dann zünden wir das Ding, dann fängt das Ding an zu fördern, es fördert Kohle in das Kraftwerk läuft von alleine weiter und wir haben es geschafft. Das heißt, wir brauchen Kohlekraftwerk. Das heißt, wir können es nicht machen, weil uns was fehlt? Wir brauchen wieder so ein Framework und so ein Rotor. Fünf Rotoren brauchen wir wieder. Dann machen wir das jetzt so. Dann baue ich jetzt gar keinen Bioreaktor da erst auf. Das macht ja keinen Sinn. Wir zünden dann einfach das Kohlekraftwerk. Hoppla. Ich wollte hier hinten ran. Da wir jetzt hier eine Workbench haben, kann ich ja schon mal gucken. Rotor, da brauchen wir, genau, Schrauben. 5 Rotoren haben wir jetzt gebraucht, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Schon wieder direkt veralzheimert, ey. Ich mach mal 5, bevor ich zu viel mache. Bestimmt habe ich jetzt nicht genug Rods. Muss bestimmt wieder irgendwas holen. Ich brauche für einen Frame... Okay, ich brauche 3 von diesen Reinforcements. Ja, ich sehe schon. Es reicht vorne und hinten nicht, was wir hier haben. Hier, die Reinforced Plates können wir auch nicht machen. Muss noch mal zurückfahren. Ich habe nicht genug Zeug dabei. Scheiße, ich wusste, dass irgendwas fehlt. Aber der Plan ist gut.
Der Plan ist super, den wir jetzt haben. Boom. So ein Feuerball, Junge. Auf jeden. Er sollte die Brücke breiter bauen. Ah, scheiße, jetzt habe ich einen Chat gelesen, habe natürlich nicht aufgepasst, wo ich hinfahre. Der übliche Fehler eines YouTubers, beziehungsweise Streamers. Schon wieder. Ich mache den Fehler schon wieder. Ich bin nicht lernfähig. Der übliche Fehler eines YouTubers, beziehungsweise Streamers. Ah, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Der übliche Fehler eines YouTubers, beziehungsweise Streamers. Er sollte die Brücke noch breiter bauen. Einfach so ein Gefühl. Nein, wir müssen ein gewisses Restrisiko erzeugen. Damit immer noch eine gewisse Spannung entsteht, wenn wir über diese Brücke fahren. Denn es könnte ja einen Bug geben, der dazu führt, dass der Traktor außer Kontrolle gerät. Gerät. Und dann umfällt. Und dann haben wir Pech gehabt. So sieht es nämlich aus. So. Aber weißt du was, dann kann ich das gleich hier alles craften, was ich für das Kraftwerk brauche. Dann muss ich nicht nochmal zurückfahren, wenn irgendwas fehlt. Geil, wie ich hier hochfahren kann. Ich bin gerade stolz auf mich. Der Wahnsinn. So. Das brauchen wir. Ach, komm, dann nehmen wir gleich noch ein bisschen mehr mit hier. Rotz brauchen wir wieder. Ja, Rotz wird jetzt langsam echt wenig. Also Rotz, da können wir wirklich mal ein bisschen mehr machen demnächst. Hoppla, ich wollte nicht an die Treppe ran. Wir brauchen mehr Rotz. Aber sowas von. Also. Gucken wir mal hier rein. Wir brauchen Screws. Screws. Obwohl, nee, wir brauchen Reinforced Plates. Da mache ich jetzt gleich alle. Alles, was geht. Bäh. Aber wir brauchen noch mehr. Brauchen mindestens. Ja, machen wir mal hier so. Genau so. Erst muss jemand sterben, bevor in die Sicherheit investiert wird. Ja, so sieht's mal aus, genau. Warum soll ich denn Aktionen durchführen und Material verschwenden, wenn dafür gar keine Notwendigkeit besteht? Weil es noch keine Toten gegeben hat. Das ist doch immer so. Das ist in der Luftfahrt so, das ist beim Autofahren so, das ist bei der Raumfahrt so, das ist überall so. Erst muss es Tote geben, bevor irgendwer was macht. Logisch, so läuft das. So muss das sein. Das ist eine Naturgesetzmäßigkeit von industrieller Fertigung und Verbesserung. Erst muss jemand sterben, bevor irgendwas passiert. So, jetzt haben wir... Jetzt gucke ich nochmal schnell. Kann ich das jetzt machen? Ja, sieht gut aus. 3x Framework. 10 von den Dingern, genau. Und ein bisschen Reservezeug habe ich auch noch dabei. Dann fahren wir mal wieder dahin. Ach, ist das cool. Das Fahrzeug fährt sich auch gut, muss ich mal sagen. Das ist echt gut, wie sie das hingekriegt haben. Also, man muss es wirklich mal jetzt an der Stelle sagen, so als kleines Zwischenfazit. Dafür, dass das hier jetzt eine Alpha ist. Ich meine, das ist ja ein Vorabzugang jetzt hier, ne? Das ist ja dieses Alpha-Wochenende. Dafür läuft das eigentlich sehr gut. Also wenn ich das mal... Klar, es gibt so ein paar Ruckler-Performance-Probleme so ein bisschen. Es ruckelt halt ein bisschen. Aber dafür, dass das halt Early Access ist und ja noch nicht mal in der Early Access ist. Also es ist noch nicht mal in die Early Access-Phase gekommen. Dafür läuft das schon echt gut und dafür kann man schon echt viel machen. Und es sieht auch gut aus. Und es gibt jetzt... Also mir sind jetzt nicht so viele Bugs aufgefallen, muss ich auch mal sagen. Also man kann da echt zufrieden sein. Das ist so ein Entwickler, glaube ich, der Early Access verstanden hat. Kann man wirklich mal sagen an der Stelle. So, warum gehe ich jetzt hier ran? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also muss man wirklich, muss ich mal jetzt lobend erwähnen, ja? Ich meine, ich habe ja auch schon Goat Simulator von denen gespielt. Das war ja auch schon ziemlich gut. Also ich meine, ja, das war halt ein Fun-Game, aber trotzdem. So, dann gucken wir mal. Kohle-Generator. Den wollen wir haben, genau. Und hier ist der Input, also der Intake. Den Intake richten wir natürlich hin aus zu unserem... Kann ich das auch hier hinbauen? Floors too steep. Ich möchte es eigentlich möglichst nah an die... Anlage bauen eigentlich. Floors too steep. Ah, hier geht's. Moment. Da. Ja, so. Genau so. So. So, da machen wir nämlich das Förderband. Das bauen wir jetzt einfach so, genau. Bam. Und sobald der hier jetzt anfängt zu fördern, müssen wir fordern.
Genau, dann machen wir es nämlich... Ne, Moment, wir brauchen noch einen Pole. Genau, denn der muss ja dann den Strom rüberleiten zur Base. Das ist ja ganz wichtig. Deswegen machen wir ja den Spaß hier. Also, wir machen das jetzt so. So, genau. Und dann kommt da dann die Leitung rüber. Und jetzt müssen wir erstmal so einen Anlauf erzeugen. Also das heißt, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir mit E hier ein bisschen Kohle ranholen. Und dann zünden wir einfach das Kraftwerk und dann läuft das. Dann läuft schon mal der Kohlekreislauf an. Ich muss aber mal loben, deine Fabrik ist top gegliedert und scheint schön zu laufen. Wenn ich das so sehe, muss ich meine eigene Fabrik unbedingt überarbeiten. Das ist totales Chaos. Bei mir war es auch totales Chaos. Dann habe ich ein paar Tipps von den Zuschauern bekommen, dass ich das doch alles mal ein bisschen durchoptimieren soll. Es geht bestimmt auch noch besser, das will ich gar nicht ausschließen. Den einen Weg gibt es ja hier nicht, glaube ich. Also man kann das ja immer auf mehrere Arten alles machen. So, jetzt müsste die Kohle eigentlich laufen von alleine. Gucken wir mal, kommt da jetzt was raus? Ja, sieht gut aus. Jawohl. Genau, die wird da jetzt reingefördert. Und dann kommt immer Strom. Jetzt haben wir ein paar Perpetuum Mobile, weil die Ressourcenknubbel, die sind ja nie erschöpft. So wie ich das mitbekommen habe. Also zumindest in dem Zustand, in dem sich das Spiel jetzt befindet. In diesem Free Weekend da, in diesem Test Weekend. Da sind die Ressourcenknubbel immer unendlich. Genau. Also ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen, mit meiner Fabrik und so, wie das jetzt funktioniert. Wie gesagt, ich bin sicher, man kann das alles auch nochmal ein bisschen weiter optimieren. Das ist richtig. Da kann man bestimmt noch einiges verbessern, aber ich bin schon jetzt recht zufrieden eigentlich. So, jetzt müssen wir mal eine Stromleitung legen. Genau, wir machen das mal ein bisschen enger zusammen, die Teile. So. Alter, das ist ganz schön lange Stromleitung, darf ich das mal sagen? Ich würde die am liebsten auch gerne durch diesen Wald durchlegen, wenn ich ehrlich bin. Denn das ist ein bisschen kürzer, das wäre der direktere Weg. Ich will die nicht um den Wald drumherum legen müssen irgendwie. Ich will hier durch den Wald gehen. Ich verbinde die schon mal, die Teile. Ich will wissen, ob die Distanz hinkommt. Das geht. Das geht. Wahrscheinlich kann ich sie noch weiter auseinanderbauen. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Die produziert vermutlich schneller, als das Kraftwerk verbraucht. Die Mine? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja generell eine Faustregel in solchen Aufbauspielen. Also egal, ob das jetzt Echtzeitstrategie ist oder sowas hier. Dass die Produzenten immer mehr rausgeben erstmal, als die anderen verbrauchen. Ne, also als die Verbraucher verbrauchen können. Hier sehen wir es auch, das staut sich schon. Ja, also das ist schon ein Stau hier. Das Kraftwerk kann gar nicht so viel verbrauchen. Was jetzt kritisch wäre, wenn ich den Strom jetzt teilen würde hier, also wenn ich jetzt zwei Kohlekraftwerke hätte, eins hier, ich würde den Strom teilen, dann ist wieder fraglich, ob die Mine das schafft. Ich vermute mal ja, ich vermute mal eine Mine kann mindestens zwei Kohlekraftwerke versorgen. So, das wäre jetzt meine Vermutung. Beim dritten Kraftwerk wird es dann wahrscheinlich schwierig. Also, so oder so, wir haben jetzt erstmal vom Strom her ausgesorgt. Ich muss, wie gesagt, es nur schaffen, die Stromleitung rüberzulegen. Lexplay schreibt auch gerade, er hat eine Mine und drei Werke. Siehst du? Das meine ich halt. Das ist immer so. Das ist eigentlich eine Faustregel in solchen Spielen, dass du immer bei diesen Erzproduzenten oder was auch immer, dass es so ist, dass es mehr produziert, als ein Verbraucher verbrauchen kann. Sonst wäre das ja krass, sonst müsstest du ja mega viele Minen bauen. Also das wäre unverhältnismäßig dann irgendwann auch. So, jetzt bauen wir hier noch die Poles. Wir brauchen mehr Poles. Wir wollen die Pole Position haben hier. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Hier bin ich gestorben schon mal. Ich hasse diese Location. Ich hasse sie einfach. Hier ist bestimmt auch noch ein Vieh im Busch irgendwo. Das ich jetzt noch nicht sehen kann. Wollen wir mal die Kugel mitnehmen? Ich nehme mal die Kugel mit, vielleicht kann ich die scannen. Vielleicht kann ich die analysieren in meinem Analysator. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, hier war kein Vieh drin, interessant.
Okay, wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Gleich geschafft. So, jetzt brauchen wir hier noch einen Pole. Klappt das hier? Schade, warum klappt das nicht hier an der Kante? Das wäre gut. Das wäre eine gute Posi. Machen wir es hier hin. So, das müsste ich jetzt eigentlich verbinden können. Der hat schon drei... Der hat schon so... Hier, den können wir noch. Genau. Jetzt ist der voll. Haha! Ich liebe dieses System, darf ich das mal sagen? Man kann die echt schon aus einer großen Distanz verbinden. Wenn man da einfach nur richtig aimt da mit dem Cursor. Das ist schon... Ist schon echt cool, muss man mal sagen. Ist schon gut. So. Nicht schlecht. Kleiner Tipp, wenn du das Kabel zum Setzen nimmst, sparst du dir den Weg, erst die Teile zu setzen. Der setzt automatisch so eine Stange. Er spart... Ah, okay. Warum kann man dann die Stange überhaupt noch extra setzen? Also so blöde Frage, aber warum geht das dann überhaupt noch? Warum braucht man das? Jetzt frage ich mich ja gerade so ein bisschen, ob das eine Kohlekraftwerk unsere drei Bioreaktoren ersetzen kann. Ich fahre mal zurück zum Kohlekraftwerk und guck mal, wie hoch der Output ist jetzt. Also wir haben jetzt ja verbunden, ne? Die sind ja jetzt, das hängt ja jetzt am Hauptstromnetz dran. Jetzt will ich das mal wissen. Nicht die... Oh Gott. Jetzt fahre ich meine eigenen Masten um, weißt du? Das geht ja gar nicht hier. Bäh. So, ich steig mal hier sicherheitshalber ab, ne? Sicherheit geht vor und so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hoch ist der Output vom Kohlekraftwerk? Ich will immer da diese Rampe runterlaufen, jedes Mal. Moment. Der Output vom Kohlekraftwerk. Ach, guck mal, das ist ja niedlich. Das ist unsere Kapazität. Und das ist unser Verbrauch. Das heißt, wenn jetzt die Bioreaktoren ausfallen würden, wäre der Verbrauch ungefähr hier. Das heißt, das Kohlekraftwerk würde in der Form unseren gesamten Verbrauch decken. Auch wenn die Bioreaktoren ausfallen würden. Das heißt, im Grunde, wenn wir... Eigentlich könnten wir noch ein Kohlekraftwerk direkt bauen. Und dann einfach das splitten hier. Dann hätten wir nie wieder Energieprobleme. 50 Megawatt Output. Das ist schon nicht schlecht. Ich will mal gerade ganz kurz ein bisschen die Einstellung runterdrehen, weil ich merke gerade, dass meine Codierung leicht überlastet ist. Wir machen mal das hier ein bisschen niedriger. Machen das mal so. Vielleicht ist da meine Codierung nicht mehr ganz so überlastet. Gucken wir mal, dann läuft es vielleicht ein bisschen flüssiger bei euch. Dann hakt es nicht mehr so. Müsste man mal sagen, wie es läuft im Stream und so, ob es ruckelt oder nicht oder so. Ich hoffe mal, das geht so. Na, die Sichtweite macht sich schon ein bisschen bemerkbar. Aber naja, mal gucken. Ich würde sagen, wir machen noch ein Kohlekraftwerk. Schau mal, da sind zwei Vorkommen nebeneinander. Echt? Wo ist da noch ein Vorkommen? Ich würde eigentlich... Weil wir brauchen... Was brauchen wir? Ah, wir brauchen wieder dieses Framework-Dings dafür. Drei Stück. Drei Frameworks brauchen wir. Gucken wir mal nach, ob wir das machen können hier. Modular Framework, da brauchen wir... Ah ja, die Reinforced Plates. Und natürlich auch wieder Screws. So, das müsste reichen eigentlich an Plates. Ich finde das echt praktisch, dass der Trecker hier so eine Werkbank drin hat. Das muss man wirklich mal sagen. Also, es ist gut. Ich finde das gut. So, da haben wir es. Und jetzt gucken wir mal. Kann ich es jetzt bauen? Ja. Perfekt und passend. Zweites Kohlekraftwerk direkt daneben. Und dann reißen wir unsere Bioreaktoren ab, glaube ich. Oder, ja, wir können sie theoretisch aufheben. Aber eigentlich sollten wir die jetzt nicht mehr verfeuern, die Biomasse. Die sollten wir dann jetzt für andere Sachen benutzen. Dann müssen wir die auch nicht mehr farmen.
Es sei denn, es wäre besser für die Umwelt, Biomasse zu verfeuern. Das ist jetzt halt die Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ob die Umwelt hier überhaupt eine Rolle spielt. So, das ist halt so eine Sache. So, jetzt brauchen wir hier natürlich einen Splitter, ne? Also wir müssen jetzt hier den Output, der hier rauskommt, aufsplitten auf die zwei Kohlekraftwerke. Das bedeutet Logistics Splitter. Meister Splitter brauchen wir. Wir brauchen das, genau. Also dann machen wir den Conveyor, den machen wir weg. Und dann machen wir hier einen, der hier reingeht. Hier einen, der hier reingeht. Und hier einen, der hier rüber geht. Sehr gut. So, dann wird das verteilt. Genau, so muss das sein. Und dann müssen wir noch das Kraftwerk anschließen. Bam. Und schon haben wir noch mehr Energie als vorher. 100 Megawatt haben wir jetzt an Output. Mit den beiden Kohlekraftwerken. Alter, guckt euch diese Kapazitätslinie an. Wir produzieren dreimal so viel Energie, wie wir brauchen. Der Wahnsinn. Energieexplosion. Auch wenn die Umwelt leidet, deine Aufgabe ist es, eine Megafabrik zu bauen. Also alles auf gute alte Ausbeuterart. Ja, das stimmt natürlich. Ich fände es aber cool, wenn der Umweltfaktor wie bei Echo vielleicht auch noch ein bisschen eine Rolle spielen würde, weil dann musst du halt eben auch darauf achten, dass die Pflanzen nicht aussterben und die Tiere und so, damit du eben dann auch noch die Ressourcengrundlagen hast und sowas. Dass du dir halt nicht deine Lebensgrundlage entziehst. Da es aber momentan eh keine Survival-Aspekte gibt, also zum Beispiel Ernährung und so, ist das ja eh auch nicht so wichtig, ne? Also das fände ich halt cool, wenn es noch Survival-Aspekte gäbe, dass du dich halt am Leben erhalten musst, zum Beispiel indem du Landwirtschaft betreibst oder so. Und dass du dann im Umkehrschluss dessen halt auch auf die Umwelt achten musst, damit die dich halt weiterhin versorgen kann mit Essen. Das wäre schon gut. Also das fände ich schon echt spannend, wenn das noch dazu kommt. Das wäre ein sehr spannendes Prinzip dann. Weil dann musst du gucken, wie stark du die Ausbeutung vorantreibst, ne? Da musst du ein bisschen abwägen. Dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Da musst du ein bisschen überlegen dann. Da kannst du nicht 20 Kohlekraftwerke bauen. Hui! Um einfach mal irgendwie den Energiebedarf zu decken. Da musst du vielleicht dann doch die Biomasse am Start halten, so für die Kraftwerke, weil das vielleicht dann günstiger ist. Von der Energiebilanz, von der Umweltbilanz, so. So. Nice. Dann kann ich ja jetzt die Reaktoren hier, die Biomassereaktoren ausschalten. Mach das jetzt einfach mal. So, no power. Ausschalten. Mach die jetzt alle aus. Brauchen wir nicht. Na, wie sieht's aus? Ja, guck mal hier. Selbst wenn jetzt eins von beiden von den Kohlekraftwerken ausfallen würde, müsste es gerade so noch ausreichen. Dann hätten wir aber natürlich noch die Bioreaktoren als Backup-Reaktoren, ne? Also die könnten dann übernehmen. Die könnte ich dann wieder zuschalten aus dem Standby-Modus. Da wäre es natürlich super, wenn man da eine automatische Schaltung bauen könnte, dass die Bioreaktoren zugeschaltet werden, wenn die Energiekapazität zu hoch wird. Also wenn der Verbrauch zu hoch wird, dass die sich intelligent zuschalten. Ob sowas auch noch kommt irgendwann? Bestimmt. Bestimmt kommt sowas irgendwann auch noch. Bestimmt kommen auch irgendwann Batterien und sowas, dass du das auch aufladen kannst. Also dass du Energie zwischenspeichern kannst. Dass du so eine Ausfallphase halt überbrücken kannst, wenn mal was ausfällt. So, jetzt würde ich vorschlagen, machen wir das hier noch als nächsten Milestone. Und mehr können wir ja schon fast gar nicht mehr machen. Wir haben jetzt noch Jump Pads, Hallways. Die Color Gun haben wir auch noch. Ich mache jetzt aber erstmal Logistics MK2. So, Select Milestone. Dann machen wir hier wieder entsprechend die Reinforced Plates. Du musst die Splitter nicht extra bauen. Die kann man auch direkt auf die Conveyor snappen. Ach so. Nachträglich quasi. Das ist auch ein guter Hinweis. Wusste ich auch noch nicht. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Danke an Lord Peter für den Hinweis. Das machen sie eh automatisch. Was machen sie automatisch? So, jetzt haben wir die Plates. Jetzt brauchen wir noch Rotoren.
Genau, da brauchen wir mehr Screws und nochmal mehr Rods. So, die Rods müssten jetzt wieder nachproduziert sein. Wir haben jetzt wieder ordentlich rumgedengelt hier. Jawohl, die Versorgung läuft, meine lieben Freunde. So wollen wir das haben. Kein Mangel. Man braucht ja eigentlich momentan bei diesen Mengen wirklich nur die Grundressourcen als, ne, also so produziert. Und den Rest mit diesen Plates und so, das kann man ja selbst machen, das geht ja. Das ist ja jetzt nicht so viel eigentlich. So, wir brauchen nochmal, wie viele Rotoren? 10 brauchen wir noch. Da sind sie. Finde das auch gut, dass er gleich anzeigt, wie viel er von den anderen Sachen craften kann. Dann kann man das gleich so ein bisschen vorausplanen. Das ist ganz nice eigentlich. Das Interface ist echt gut gemacht. Das muss ich mal loben. Also das ist ja sehr selten, dass so solche Crafting-Spiele oder solche Logistik-Spiele auch wirklich eine übersichtliche Darstellung haben. Also ein übersichtliches Interface, das man auch leicht versteht. Weil ich kann mich erinnern zum Beispiel, vielleicht ist es dem einen oder anderen noch geläufig. Es ist ja relativ schnell auch untergegangen. Dieses Spiel Rock, das spielte auf dem Mars. Und da musste man den Mars erschließen. Das ist so ähnlich eigentlich wie dieses Spiel hier gewesen. Auch ungefähr so komplex, aber ganz furchtbar organisiert. Also so ganz furchtbare Interfaces, ganz furchtbar überkompliziert, unnötig kompliziert. Und es hat einen auch echt bestraft, wenn man nur einen kleinen Fehler gemacht hat. Ja, da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Und das ist ein ganz schlimmer Rohrkrepierer gewesen. Aber da, die haben da auch ganz viel falsch gemacht auf jeden Fall bei ihren Interfaces und so. Das war völlig unintuitiv. So, dann starten wir mal. Im Gegensatz zu dem hier, das hier ist halt wirklich total gut gemacht. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short range transportation. Genau. Short range transportation. So, ich würde jetzt auch gerne noch, genau, jetzt muss der Pot ja erstmal wieder zurückkommen, der Popo. Ich würde jetzt gerne noch so eine Treckerstation bauen auf jeden Fall. Das würde ich gerne mal tun. Station hier hat auch so eine Mistbedienung. Geh mal an Sub und klick auf Tier 4. Kann man das schon anzeigen lassen, meinst du? Ich guck mal nach. Ich guck mal, ich mach mal. Ich mach, ich tu, ich mach, ich tu. Moment. Ah. Ach, man kann da schon reingucken, was es da gibt. Das ist ja cool. Danke für den Hinweis an Chris M., dass ich mir das hier angucken kann. Eine Foundry gibt's, okay. Miner MK2, der wird dann wahrscheinlich mehr rausgeben als ein normaler Miner. Stahlrohre. Aha. Für Advanced Buildings. Ein Stator. Für einen Motor. Reinforced Steel Plate. Okay. Heavy Modular Frame. Ein Xenobasher. Ein Prügel. Ein Alien-Prügel. So, und hier kann ich noch nicht gucken. Hier kann ich noch gar nicht gucken, hier. Aber das kann ich mir schon angucken, was es hier gibt. Alles klar. Cool. Ja, ich rate mal jetzt, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich rate mal. Ich vermute mal, bei Tier 5 oder 6 wird es nochmal eine Verbesserung fürs Stromsystem geben. Also du wirst andere Kraftwerke haben, vielleicht auch Solar und Wind und sowas. Und du wirst Batterien bekommen, damit du die Energie zwischenspeichern können wirst. Das vermute ich mal, wird auch noch kommen. Also das muss eigentlich kommen. Batterien fehlen komplett eigentlich. Die fehlen eigentlich. Die müssen drin sein, Batterien. Dann wird es bestimmt Kräne auch geben, vermute ich mal. Also um Lasten auch über größere Höhen zu transportieren. Aufzüge und sowas. Das gibt es jetzt momentan ja auch noch gar nicht. Andere Fahrzeuge noch vielleicht. Also größere Fahrzeuge auch mit mehr Kapazität und so. Das vermute ich, wird auch noch drin sein. Und vielleicht sogar auch Flugzeuge. Ist jetzt meine Vermutung. Ich spekuliere jetzt einfach wild rum, ne? Weil da kommt ja noch einiges. Also da ist ja einiges noch freizuschalten, ne? Ist ja... passiert ja noch einiges. Da kommt ja noch was. Ich muss mal irgendwie noch mal Nüsse essen. Ich bin total angeschlagen. Die ganzen Nüsse sind hier weggeschneckt schon. Ich brauche Nüsse. Da sind Nüsse. In Tier 7 kommen angeblich Atomkraftwerke. Aha. Ich merke schon, jetzt wird hier fleißig spekuliert. Was würdet ihr denn gerne sehen wollen? Sagen wir es mal so. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Sowohl im Chat auf Twitch als auch in den YouTube-Kommentaren. Was würdet ihr denn gerne sehen wollen noch für Sachen, die da noch mit drin sein sollen?
Züge, genau. Züge. Stimmt, die wurden auch schon angekündigt, glaube ich, ne? Die kommen auch. Ja, das ist auch geil. Zugsystem. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung in Minecraft gewesen. Hier, Loren-Tracks und so zu bauen. Und dann automatisch mit Schaltern und so umzuleiten und so. Auf jeden. Züge, Mann. Richtig gut. Monorails, genau. Monorails, auf jeden. Richtig gute Ideen hier. So, ich wollte jetzt gucken, was brauche ich für diese Truckstation? 10 Frameworks, Kabel, 5 Rotoren. Okay, ich will jetzt so eine Truckstation bauen. Mal gucken, was ich da dran machen kann. Also, wir brauchen das hier wieder. Wir brauchen wieder Rods. Hoffentlich eine Farmanlage. Update 2, Twice Angel schreibt gerade, Update 2, End of May, Tier 7, Nuklear und Aluminium, Trains, Overhaul, Late Game Areas, okay. Geil, also am Ende Mai kommt Tier 7 mit Nuklear, Aluminium und Zügen. Krass. Das ist toll. Können wir uns schon drauf freuen. Da bin ich jetzt schon gehypt drauf. Ohne Witz, jetzt schon gehypt. Genau, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne noch von Satisfactory sehen wollen würdet, das noch reinkommen soll ins Spiel. Und ich würde sagen, ich bin jetzt so gehypt, dass ich jetzt an der Stelle die Folge beende, damit wir noch Material für ganz, ganz viele Folgen haben, Satisfactory, die da noch kommen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao.